denke, Google hat eine Grenze überschritten, als sie sich zum Werkzeug der Unterdrückung in China machten und die Zensurvorgaben erfüllten. Wenn man außerhalb von China nach dem Begriff Tiananmen-Platz sucht, findet man massenweise Seiten mit Berichten über Demonstrationen, Massaker und Panzer auf dem Tiananmen-Platz und mit Fotos von niedergemetzelten Studenten. Das ist im Netz gut dokumentiert. Gibt man dagegen in China in eine chinesische Suchmaschine oder bei google.cn, der chinesischen Version von Google, Tiananmen-Platz ein, sieht man nur lächelnde Touristen, chinesische Flaggen und Aufmärsche auf dem Platz des himmlischen Friedens. Googles erklärtes Prinzip ist es, alle Informationen für jedermann zugänglich zu machen. Doch dieses fundamentale Geschäftsprinzip wird durch ihr Engagement in China erheblich gefährdet. Wir waren alle maßlos verblüfft, dass sich ein Unternehmen, das lautstark seine Absicht verkündet, nichts Böses zu tun, don't be evil, tatsächlich auf Zugeständnisse hinsichtlich des freien Zugangs zu allen Informationen einlässt, um auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen. Ich halte dies zumindest für ein Alarmsignal. Im Grunde haben wir es nicht mit Big Brother, sondern mit Little Brother zu tun. Wir werden nicht von einem einzigen großen Auge, sondern von 1 Million kleinen Augen beobachtet. Und die Frage ist, ob wir uns auf diesen Handel einlassen wollen. Welche Maßnahmen sind notwendig, um die expansionistischen Bestrebungen von Unternehmen wie Google im Zaum zu halten? Dies scheint mir eine der größten Herausforderungen für Europa zu sein. Ich denke, diese Jungs wollen die Welt verändern. Sie sind Visionäre. Sie haben langfristige Pläne und glauben, dass nichts sie davon abhalten kann, sie auch zu verwirklichen. Während es Larry Pages größter Wunsch ist, die Mauern der Bibliotheken niederzureißen, möchte Sergey Brin am liebsten allen die Möglichkeit geben, nach genetischen Codes zu suchen, damit eines Tages jeder von uns seine eigenen Gene googeln kann. Suchmaschinen eignen sich gut für Informationen über das menschliche Genom. Wer einen Heiratsantrag bekommt, wird in Zukunft vielleicht sagen, ja, ich liebe dich, aber bevor ich mich entscheide, würde ich gerne deine Gene googeln, um herauszufinden, auf was ich mich da eigentlich einlasse. Die Google-Gründer haben eine sehr breite Palette von interessanten, vielversprechenden Ideen. So war zum Beispiel vom Bau eines Weltraumfahrstuhls die Rede, mit dem sich Menschen und Ausrüstung kostengünstig in den Weltraum befördern lassen. One moment Earth, in the next Heaven. Keyhole, das Unternehmen, das zu Google Earth wurde, hat mit der NASA zusammengearbeitet. Eine Kooperation wäre also möglich. Vielleicht bauen wir eines Tages etwas wirklich Spaciges im Weltraum. Ich denke, den Leuten wird allmählich bewusst,
dass hier ein ganz neues Geschäftsmodell entsteht, das viel mehr Kreativität erfordert als alles, was wir in den letzten 30, 40 Jahren gesehen haben. Und dies wird großen Einfluss auf die Zukunft haben. Die große Frage ist, können wir Google trauen? Es ist absolut unmöglich, vorherzusagen, wie die Zukunft aussehen wird. Das Schöne ist ja, dass Visionäre sich stets irren. Google wird heute als ein großes Ungeheuer dargestellt, das alles zu verschlingen droht. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass eines Tages eine andere Anwendung entwickelt wird, aus der durch eine falsche Entscheidung ein neues Ungeheuer entsteht. Ich denke, Sie müssen sich langfristig davor hüten, arrogant zu werden und zu nah an der Sonne zu fliegen. Andernfalls werden sie abstürzen und verglühen. Denn die größte Gefahr für Google geht von Google selbst aus. I remember I was a spotty nerd, alone in my room, facing my computer, wondering how to index the entire world, how to find pills, poker, and pornography. No friend, no friends, no party, but one day I find a way, pay drink and sponsor and links, lot of cash and money. Buy me a big boing with a real nice tune, dancing with Burning Man. Yeah, follow me if you can. I'm a god inside a snake.